Leute? Wir sind gerade im Auto und fahren jetzt zum Bahnhof und von da aus fahren wir dann nach Köln und Toni ist auch da. Hallo. Und wir sind voll knapp dran, weil ich habe ein bisschen länger gebraucht, um mich zu schminken. Ja, Mann, ich konnte nichts dafür, meine Augenbrauen wollten heute einfach nicht. Und deswegen ist es heute ein bisschen schwierig und wir müssen uns jetzt echt sputen, denn sonst verpassen wir den Zug. Und dann war es das mit dem Video Days. So, wir sind jetzt am Berliner Hauptbahnhof angekommen und der Zug kommt in 5 Minuten ungefähr. Und wir haben es geschafft. Wir haben nichts verpasst. Alles ist super und es wird richtig geil. Und wir brauchen jetzt zwar ein bisschen, um zu fahren, ne? Ich glaube 4 Stunden oder so. Aber das nehme ich natürlich in Kauf. Wir sitzen im Zug. So, wir sind jetzt schon auf dem Weg zur Arena. Und dann, ich habe jetzt auch schon ein Foto gemacht und Autogrammkarten verteilt auf dem Weg. Und ich freue mich schon mega. Und das Toni. Und ich habe jetzt die Zugfahrt nicht mitgefilmt, weil es einfach extrem langweilig war. Och, grauenhaft. Es war so schlimm. 5 Stunden. 5 Stunden im Zug. Ohne jegliche Beschäftigung. Aber auf dem Rückweg habe ich was zu tun, denn da werde ich gleich den Vlog, den ich gerade drehe, schneiden. Und so. Jetzt bin ich gleich drin, ne? Ich freue mich schon. Leute, ich bin jetzt gerade in so einer Lounge und wer ist bei mir? Und es ist so krass und die werden jetzt von mir geschminkt. Und es wird richtig geil. Moment, die haben jetzt auch schon so Make-up in ihrem Hautton, weil die so krass dunkel sind. Aber ich glaube, es ist immer noch zu hell. So, ich habe jetzt hier schon einen geilen Kopf vorbereitet. Und damit werde ich die Göhn jetzt schminken. Also ich nehme jetzt hier mal einen Beauty-Blender und ein Ballon und ihr Make-up. Was die sich jetzt mitgebracht haben, ist von Astor, das Skin Match Protect Foundation. Genau, in der Farbe. Es steht keine Farbe dran, aber ich denke mal, es ist das Dunkelste, was es gibt. Ja, sie sind echt extrem dunkel. Das trage ich jetzt mit dem Beauty-Blender so auf. So, sogar noch ein bisschen zu hell. Aber es wird schon. Es ist schon so ein bisschen hell, aber ich gehe dann am Ende noch so mit Bronzer rein. Und dann sieht das auch wieder gut aus. Ich habe keine Ahnung, von was du redest. Okay. Also schon, aber trotzdem ist es so. Okay, warte, ich werde jetzt mal gucken. Ich habe hier 2 Concealer, einmal von MAC und einmal von Maybelline. Und ich werde gucken, welcher dunkler ist. Ich nehme jetzt von Maybelline den Fit Me Concealer in der Farbe 25. Das ist das Dunkelste, was es gibt. Weil echt, ne, ihr seid so knackig braun. Und das trage ich jetzt so auf. Schau mal rein wieder. Ist das nicht so schön? Beautiful. Wann stehst du dann immer auf? Also heute bin ich so um 3 aufgestanden, weil ich wirklich, wann mussten wir los? 5 Uhr? Und sonst stehe ich immer, manchmal stehe ich um 6 auf, manchmal stehe ich um 5 auf. Immer so unterschiedlich, je nachdem wie ich halt Bock habe. Also ich nehme mir jetzt hier von MAC das Studio Sculpt Puder in der Farbe Medium Plus. Das ist für mich ein Bronzer, für euch ein Puder. Okay. So. Da pudere ich jetzt einfach so ein bisschen was ab. Okay. So, jetzt nehme ich mir Babypuder von Kaufland. Tyra! Ja. Die Augen sind Kleber. Sorry, meine Augen sind scheiße. Das kann ich sagen, aber nicht du. Ich habe hier schlimme Augenbrauen. Eigentlich habe ich gar keine Augenbrauen. Also ich gehe jetzt einfach mit dem Gimme Brow Augenbrauen-Gel in der Farbe Light Medium. Einfach rüber. Aber sicherst du einen guten Wuchs?
Da könnte man was Schönes draus machen. Könnte man ja. Ja, aber wenn ich was Schönes draus mache, dann sind das wieder, das ist so mein Style. Dieses richtig Harte. Und das passt einfach nicht zu euch. Ihr seid so eher so natürlich. Ne, also ich war da so einfach. Dann höre ich auf einmal. Auf einmal platzen mir meine Trommelfelle und alle schreien auf einmal. Ich denke mir so, hey, wer ist denn da? Und ich dachte mir so, okay, Lisa und Lena sind da. Und ich habe dann so gesehen, da sind die beiden so. Und dann bin ich da hochgerannt, habe mich in diese Menschenmengen gedrängelt. Aber zum Glück haben sie mich noch gesehen, sonst wäre das böse ausgegangen. Ich nehme dafür jetzt die The Power of Makeup Palette von Too Faced von Nikki Tutorials. Ey. Nicht, ist die Beste. Okay, also, jetzt nehme ich mir hier von Luvia diesen Pinsel hier, ist so flach, und dann nehme ich hier die Farbe Ivy und gebe das so ein bisschen aufs Lid, damit wir eine gute Base haben und sich alles besser verblenden lässt. Und jetzt gehe ich mit diesem Pinsel von Sephora, der keine Nummer hat, und Painkiller, das ist so ein natürliches Braun, in die Lidfalte. So. Jetzt haben wir so ein ganz bisschen Tiefe geschaffen, aber das reicht mir natürlich nicht. Deswegen gehe ich mit dem 221er von MAC und ein ganz bisschen von Make-up and Chill, dieses Braun. Nochmal ganz bisschen in die Lidfalte. Und das nur so ein bisschen, um dann nochmal ein bisschen mehr Dreidimensionalität hineinzubringen. Und Leute, wenn das am Ende richtig gut aussieht, dann bin ich richtig stolz, denn diese Lichtverhältnisse sind nicht gerade die besten, aber das wird schon. Mit der Farbe Soft and Gentle von MAC, das ist eigentlich ein Highlighter, gehe ich nochmal aufs bewegliche Lid. Denn Highlighter sind richtig geil, wenn man die so aufs Lid geben will. Das mache ich mit einem MSQ-Pinsel im Stift-Style. Da gehe ich einfach so ein bisschen und gebe einfach so ein bisschen Schimmer. Und ich werde jetzt nochmal eine ganz, ganz dünne Linie mit dem Eyeliner ziehen, aber wirklich minimal. Und ich werde auch keine Wing machen, sondern einfach nur eine ganz dünne Linie. Und dafür nehme ich aus der Power of Makeup Collection von Too Faced, von Nikki natürlich, den Eyeliner, der dabei war. Das ist der Sketchmarker. So, ihr seht, das ist jetzt eine ganz, ganz kleine Linie. Und das mache ich auf dem anderen Auge genauso. Aber jetzt werde ich konturieren. Dafür nehme ich auch aus dieser Palette das Sculpt-Puder von MAC und nehme mir hier diesen Pinsel. Das ist von MAC, der 125er SE. Limitiert, gibt es nicht mehr, aber der kommt immer mal wieder in einem anderen Design zurück. Und um nochmal ein bisschen mehr Tiefe dem Gesicht zu geben, verwende ich jetzt nochmal einen anderen Bronzer. Und zwar von MAC, das Bronzing Powder in der Farbe Refined Golden. Für die Lippen habe ich überlegt, machen wir was ganz Dezentes, denn die Fans sollen sie auch noch wiedererkennen. Deswegen gehe ich mal um den Tisch rum. Und hier habe ich schon zwei Lippenstifte stehen. Und dann nehme ich jetzt die Farbe Velvet Teddy. Das ist so ein Nude, aber weil die für sie vielleicht gerade mal der Hautton ist, werde ich das mischen mit Whirl, damit das so ein ganz Ticken mehr dunkel ist, aber wirklich nur minimal. Und jetzt nehme ich mir einen dünnen Pinsel, den ich erstmal suchen muss. Das Verhältnis ist so 80% hell, 20% dunkel. Ich habe jetzt hier aber so ein Thermalwasser von Aven und damit gehe ich jetzt ganz leicht über ihr Gesicht. So, du kannst wieder atmen. Ah, genau, das wäre noch nicht. Leute, jetzt wird ein Interview gemacht mit den beiden. Einfach Spaß am Abend, auch Spaß weiterhin. So, ich bin jetzt backstage und hier sind irgendwie voll viele große YouTuber auch. Gerade eben ist so TC dran vorbeigelaufen und es ist so heftig. Und ich freue mich schon so. Und Toni ist auch hier. Hi Leute, willkommen bei einem neuen Tutorial. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Auf jeden Fall. Kommen wir zum Thema. Wie macht man... So. Wie? Fertig. Abonnier mich alle auf Instagram, DNSJ. Oh mein Gott.
Ich glaube, hätte ich den Kaugummi... Mach das den ganzen Tag, glaub mir, das schaffst du. So, guck mal hier. Hi, Leute. Ich bin hier mit der noch kleinen YouTuberin. Ja. Real Girls, ihr seht hier den Namen. Und ihr könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Würde mich freuen. Dankeschön. Ja, bitteschön. Sie ist sehr cool. Und sie macht auch Beauty und Fashion. Und Vlogs, ja. Genau, schau mal bei ihr vorbei. Danke. Real Girls. Das ist mein Gebäude. Ihr seht es mit diesem Fischauge nicht so gut, wie es in Wirklichkeit ist, aber es ist gigantisch und so heftig. Oh, ich habe hier so Fans getroffen. Ich kann jetzt ein Bild machen. Zu Starbucks. Und was nimmst du, Toni? Wahrscheinlich, ich weiß noch nicht. Wahrscheinlich Strawberries and Cream, ne? Oder Schokolade. Genau. Weil wir beide haben so zwei Lieblingsgetränke. Strawberries and Cream und den Java Chocolate Chip. Und das ist so geil. Coffee. Ja. Lecker. Wow. Wir waren jetzt bei Starbucks, alles schön. Jetzt gehen wir zum Bahnhof, zum Zug und fahren dann nach Hause. Und auf der Fahrt werde ich dann den Vlog schneiden, weil ich werde den Vlog, den ich jetzt gerade drehe, gleich morgen hochladen, dass ihr so richtig schnell up to date seid. Und ich habe jetzt auch im Starbucks noch Zuschauer getroffen, was ich mega cool finde. Und ja. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Es war sehr cool, falls ihr dabei wart, euch dabei zu haben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Sonntag.